Herzlich willkommen zur Online-Themenwoche der Deutschen Schulakademie. Digitale Schule, auf den Schulwandel, auf den Kulturwandel kommt es an, so muss es heißen. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu diesem Webinar. Es dreht sich um selbstgesteuertes Lernen. Wie kann selbstgesteuertes Lernen denn nun gelingen? Vor allem an Schulen in herausforderndem sozialen Umfeld. Herzlich willkommen an die, die da sind. Herzlich willkommen auch an die Leute in der Zukunft. Wir zeichnen das auf. Insofern gehen wir davon aus, dass auch einige sich danach dieses Video anschauen werden. Ich heiße Christine Nahr. Ich darf dieses Webinar moderieren, gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Wille von der Deutschen Schulakademie. Guten Abend auch, Sandra. Grüß dich. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Wir haben ein buntes Programm zusammengestellt für Sie. Nicht nur in dieser Themen, also nicht nur in diesem Webinar, sondern insgesamt in der Themenwoche. Sie wurden vielleicht auch schon versorgt mit vielen Informationen. Es warten ein unglaubliches buntes Programm auf Sie. Heute ging es so richtig los mit Webinaren und so weiter. Wir haben jeden Morgen eine Radiosendung, einen Morgenkreis. Es gibt ein Tagesbriefing, es gibt Abendveranstaltungen. Also es ist ein Potpourri aus vielen Möglichkeiten, an denen Sie beteiligt sein können. Und wir freuen uns über das große Interesse an unserem Webinar heute hier. Vorab vielleicht noch einige Hinweise. Wir haben zwei Impulsgeber hier, die ich auch kurz auf die Bühne bitten möchte. Wir haben Frank Wagner hier. Hallo, Herr Wagner, vom Gebrüder Grimm, von der Gebrüder Grimm-Schule in Hamm. Hallo. Und Hans-Dieter Hirt von der Oskar-von-Miller-Schule in Kassel. Ja. Grüße Sie auch. Hallo. Hallo. Einmal kurz zu sehen, einmal auf die Bühne. Genau. Die beiden sind aber noch gar nicht dran, denn wir machen erstmal ein bisschen grundsätzliches Organisatorisches. Erstmal natürlich, ich hatte schon gesagt, wir zeichnen die ganze Sache auf. Sie müssen aber keine Angst haben, dass Sie sozusagen mit dem Bild sind, wenn Sie es gar nicht wollen, sondern tatsächlich nur der Bereich, der groß zu sehen ist und Impulsgebenden zeigen und so weiter, wird aufgezeichnet. Also dass Sie auch im Nachgang die Möglichkeit haben. Wir werden vor allem Impulse hören und auch gerne mit Ihnen und euch in die Diskussion einsteigen. Und wir haben uns dafür entschieden, damit wir wirklich auch Ihre Fragen beantworten können und die auch einen Platz bekommen, dass wir das mit Hilfe von Mentimeter machen, eine Fragetool. Und da können Sie also auch, während die Impulse laufen, Ihre Fragen loswerden und stellen an die Impulsgeber. Vorab vielleicht direkt eine kleine Übung zum Kennenlernen und auch ein bisschen warm werden, sodass Sie auch merken, dass das hier auch nicht nur frontal ist, dass ein Mensch redet und alle anderen hören zu, sondern dass Sie auch selber beteiligt sein können. Das üben wir jetzt mal in kleinen Breakout-Sessions. Und zwar ist es so, dass wir kleine Murmelgruppen jetzt kurz bilden, zufällig zusammengewürfelt. Also Sie werden möglicherweise die Person nicht kennen, die mit im Raum ist. Für 3 Minuten einfach ein kurzes Hallo in die Runde. Mit 5 Leuten ungefähr werden wir das machen. Und vielleicht sich kurz auszutauschen. Erstmal können Sie da gerne Ihre Kamera einschalten und auch den Ton anmachen. Und da wäre es natürlich die erste Frage, die Sie stellen können. Kann man mich hören? Kann man mich sehen? Das ist dann für den Austausch in der zweiten Breakout-Session vor allem ganz gut. Und natürlich auch zu fragen, was möchte ich persönlich von diesem Webinar mitnehmen oder was möchtest du oder sie persönlich auch mitnehmen? Insofern soll es das erstmal an der Stelle kurz gewesen sein. Und wir schalten um in den kleinen ersten aktiven Part, ins Warm-up für die Breakouts. Viel Spaß. Ach so, noch der Hinweis, da scheint gleich ein kleines Feld, wo Sie noch aktiv in den Raum reingehen müssen. Also wir stellen Ihnen den Raum zur Verfügung, Sie müssen aber die Schwelle übertreten. Das bitte aktiv anklicken und dann können Sie sich kurz austauschen. Willkommen zurück. Das Thema ist selbstgesteuertes Lernen und wir wollen zusammen ein bisschen erarbeiten und vielleicht auch, oder sicherlich anhand zweier Beispiele mit den Referentinnen zusammenarbeiten, wie es denn gelingen kann. Es wird sich ja
ein bisschen an, das geht nicht von allein auf der einen Seite, aber es ist auch kein Zauberwort. Das hatten wir im Vorgespräch auch immer wieder deutlich gemacht. Und gleichzeitig braucht es da so die richtigen Elemente und so weiter. Konkrete Anregungen gibt es dann später, das vielleicht als kleine Brücke. Jetzt möchten wir natürlich von Ihnen ein bisschen kennenlernen, die jetzt zuhören und sich für das Webinar interessieren. Dafür haben wir eine Mentimeter-Umfrage gestartet. Sie sehen im Chat jetzt eine URL, einen Link, den Sie anklicken können, und daraufhin öffnet sich ein Browserfenster, vielleicht Firefox oder Chrome oder ähnliches, und dort können Sie dann den Code eingeben. Sie können es natürlich auch über ein Endgerät, ein Smartphone oder so, was Ihnen vielleicht jetzt auf näher liegt, irgendwo auch eingeben, und da sind wir sehr gespannt darauf, wie sich die erste Frage gestaltet. Und schauen wir sie uns doch mal an. In welcher Funktion nehmen Sie denn heute teil? Da warten wir auch noch so ein bisschen, wie das Ganze aussieht, wo der Schwerpunkt liegt sozusagen. Damit versucht so ein bisschen rauszugucken, ne? Wie sind Sie heute hier? Man kann ja auch unterschiedliche Hüte aufhaben, das wissen wir auch, ne? Genau. Schwerpunkt ist eindeutig gesetzt. Schwerpunkt der Menschen, die hier sind, auf Lehrerinnen und Lehrern. Genau. Vielen Dank. Dann geht es weiter mit der nächsten Frage, die wir wissen wollen. Erstmal so ein bisschen, das ist so eine Skala Ihrer Erfahrung mit selbstgesteuertem Lernen an der Schule, vielleicht auch in der eigenen Schule sozusagen. Das könnte so, das ist so ein Ranking, also gar nicht. Also stimme nicht voll zu, das ist jetzt ein bisschen missverständlich, deswegen erkläre ich es nochmal. Also welche Erfahrungen Sie gemacht haben, um so ein Bild zu bekommen, wie so der Durchschnitt liegt so ungefähr. Also einfach so ein bisschen auch im Thema warm zu werden. Und dann machen wir gleich weiter mit der dritten Frage, beziehungsweise Frage zur Frage. Welche Frage interessiert Sie heute am meisten? Gerne kurz und knapp. Da können Sie auch einfach ein Feld ausfüllen dafür, um da ein Anliegen oder einen Bedarf oder so etwas kundzutun. Wir geben natürlich jetzt die Zeit, das auch in Ruhe zu machen. Das sehen natürlich jetzt auch die beiden Impulsgeber und können auch da aus ihrer Praxis erzählen. Sicherlich Motivation spielt für Sie eine Rolle als ein Anliegen. Ich pick jetzt einzelne raus, ohne da jetzt zu bewerten oder zu ranken, sondern einfach zu schauen, welche Fragen und Anliegen so im Raum sind. Wie geht's los? Ne? Erfahrung mit dem Einstieg. Vielleicht auch die Frage dann an die beiden. Das nehme ich auch mal mit, wenn es dann vielleicht nicht nochmal als Frage kommt. Was waren so die ersten Schritte? Wie ging das los? Schüleraktivierung, Schülermotivation habe ich jetzt öfter gelesen. Ich hatte auch irgendwo, das darf man ja nicht unter den Tisch fallen lassen, Elternarbeit auch gelesen. Oder das Thema Eltern. Distanzlernen ist jetzt auch natürlich dieser Tage besonders wichtig. Und da braucht es sicherlich auch Austausch. Okay, wir scannen alle mal so ein bisschen durch und hoffen, Dankeschön, und hoffen, dass wir da gleich auch in den guten Austausch kommen können. Die Gedanken nehmen wir ja sozusagen mit, und ich leite über zu dem ersten Inputgebenden, Frank Wagner. Frank Wagner sitzt noch in der Schule, glaube ich.
zur relativ späten Stunde. Ich grüße Sie, hallo. Sie sind Schulleiter und an der Gebrüder Grimm Schule in Hamm. Director of Unnecessary, und das möchte ich ja nicht unterschlagen, Ihre eigene Bezeichnung dazu, und Special Projects, sicherlich auch in der Rolle der Schulleitung auch inne, sozusagen. Sein Input dreht sich um die eigenen Erfahrungen, warum damals und wie der Verlauf war, dass die Gebrüder Grimm Schule viele Elemente, selbstgesteuerte Lernen als ein wichtiges Element innerhalb der Schulentwicklung und auch des Schulkonzepts sieht. Wir haben im Vorgespräch auch gesagt, wo kam das eigentlich her, wo ging es da sozusagen, was war eigentlich das Anliegen und welche Lösungen haben Sie als Schule für sich gefunden, die Sie gerne hier weitertragen wollen. Tipps gibt er, verspricht er zu geben, das glaube ich mit Sicherheit. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind und dass Sie uns an Ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Ich übergebe das Wort und wünsche viel Freude. Herr Wagner. Ja, vielen Dank. Meine Stoppuhr läuft sozusagen. 10 Minuten. Ist natürlich immer schwierig, so eine ganze komplexe Schule oder auch ein ganzes komplexes Themenfeld wie selbstgesteuertes Lernen dann so in 10 Minuten zusammenzufassen. Ich hoffe, so ein paar Dinge hat mit auf den Weg geben zu können. Aufgabe war ja auch, und jetzt starte ich mal meine Präsentation, so ein bisschen über unsere Schule vielleicht mal so reinzukommen. Wir sind eine kleine, zweizügige Grundschule am Rande des Ruhrgebiets. Wir kommen aus Hamm, sind in einem wirklich herausfordernden sozialen Umfeld, das kann man nicht anders nennen. Durch den Schulpreis ändern sich gerade so ein paar Dinge, aber wie man vielleicht an der nächsten Folie sieht, wir waren einmal echt chancenlos, habe ich als Überschrift gewählt. Das ist ein Klassenraum noch so vor 6, 7 Jahren. Und hier ging es tatsächlich drunter und drüber. Ich selbst komme nicht aus einer Lehrerfamilie. Das ist ein bisschen anders. Und deswegen kann ich diesen Begriff abgewirtschaftet. Also wir waren tatsächlich voll abgewirtschaftet. Und ich lasse Sie gerne Einblick nehmen, so in meine Gesprächsnotizen darunter. Wir haben gemerkt, die Kinder lernen nichts mehr. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wie oft haben wir im Lehrerzimmer gesessen und festgestellt, vor 3 Wochen einmal eins, die Kinder können nichts mehr. Und das war wirklich so gut wie gar nichts. Und wir haben keine Wirksamkeit mehr erlebt. Und wie soll man da von selbstgesteuertem Lernen sprechen, ja, wenn dann sogar vielleicht eine drohende Schließung ins Haus steht, die tatsächlich so auf politischer Seite bei uns dann wirklich in Form eines Briefes ins Haus geflattert ist. Es kommt hinzu, dass wir gemerkt haben, in den letzten Jahren zunehmend, dass die Zukunft noch mit viel mehr Herausforderungen quasi auf uns zuläuft. Ja, Andreas Schleicher fasst das hier so in einem Zitat richtig gut zusammen, wie wir finden. Und wie soll man das an Brennpunkt Schule auch noch dann obendrauf umsetzen? Ja, wie kann das Ganze funktionieren? Ich nehme Sie recht schnell mit rein. Das sind unsere Grundbegriffe, die wir eigentlich relativ schnell uns überlegt haben, die unsere Schularbeit, unser Lernen quasi zusammenfassen in der Mitte. Das Fördern der akademischen Intelligenz. Wir sind Schule, wir sind nicht Kuschelschule. Wenn wir über das Lachen und die emotionale Intelligenz sprechen, dann tun wir das, weil das die Grundvoraussetzung für Leistung ist, das Lachen, die emotionale Intelligenz und auch Führungskriterium für die Zukunft. Und natürlich beschäftigen wir uns mit Skills des 21. Jahrhunderts, so mit den zentralen Elementen des Lernens. Das war jetzt so ein bisschen allgemein zu unserer Schule. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Selbstgesteuertes Lernen. Wir sehen gerade im Brennpunkt Selbststeuerung und Lernen an sich kann unserer Meinung nach nur erst wirklich dann funktionieren, wenn die Wertschätzung stimmt. Wenn wir es schaffen, bedingungslos, ohne Objektmacherei unseren Gegenüber anzunehmen. Ob das Kinder sind, die wir loben, ohne einen herrlichen Lehrplan, ob das unsere Kolleginnen und Kollegen sind, die jeden Tag hochbelastet hier mit ebenfalls hochbelasteten Kindern unterwegs sind. Dann geht es darum, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dass wir uns loben, dass wir Lobbriefe schreiben, dass wir Lobkärtchen verteilen, dass wir Spiegel aufhängen, dass wir Treffpunkt Grimm Schulversammlungen durchführen und das Ganze immer ohne heimlichen Lehrplan. Grundvoraussetzung, das Lachen. Wir gehen weiter. Wir kommen zum Hauptpunkt, zum Leisten, selbstgesteuertes Lernen. Wir haben für uns 2 Dinge herausziehen können, wo wir die Kinder quasi selbstgesteuert losziehen lassen. 2 Kernelemente, die wir aus verschiedensten Untersuchungen und wie ich gerade schon die 4Ks ansprach und so weiter dort entnehmen. Wir haben uns geeinigt, auf der einen Seite Talentförderung und Projektorientierung hier groß zu schreiben, gleichzeitig aber auch immer noch das Training von Basiskompetenzen. Das ist wirklich ein Dualismus und den will ich ganz kurz erklären. Bei der Projektorientierung
Da dürfen sich die Kinder mittlerweile mit ganz viel Struktur übrigens, das wird gleich noch ein Riesenthema sein, so quasi fast die letzten 4 Minuten uns dann beschäftigen, es steht hier rechts an der Seite, mit ganz viel Struktur können sich die Kinder bei uns hier im Brennpunkt dann dementsprechend in bestimmten Phasen des Schuljahres Projekten zuordnen, die sie dann auch selbst aussuchen. Das sind Dinge, die sie selbst interessieren. Ich gebe immer gerne Beispiele wie der Fidget Spinner, den wir mal hatten. Warum nicht das, was Kinder eben gerade richtig neugierig macht, mit in den Unterricht hineinnehmen oder eben dementsprechend rausgehen und dorthin gehen und Projekte durchführen, immer mit einem Handlungsprodukt am Ende. Das ist das, was die Kinder begeistert und was sie motiviert. Das ist aber längst nicht alles. Wir sind immer noch so, und auch eben als Schule, dass wir wissen, dass unsere Kinder diese Herausforderungen, diese Projekte erst dann lösen können, wenn sie bestimmte Basiskompetenzen beherrschen. Uns hat sehr entlastet, das Ganze zusammenzustreichen. Wir werden das gleich sehen. Es gibt gleich einen Kinderlehrplan, der nennt sich Kinderlehrplan Basiskompetenzen. Und das sind unsere Überlebensfähigkeiten. Wir haben uns darauf geeinigt, einfach nur noch eine bestimmte Zeit lang im Jahr bestimmt, also die Dinge zu trainieren, die Kinder einfach nachts um 3 und besonders dann an der weiterführenden Schule und weiter können müssen. Da wird man gleich sehen, das ist das Lesen, das schnelle, sinnnehmende Lesen, das ist eine verbundene Handschrift zu haben. Und da ist es dann egal, ob ich Kenntnis über Tiere im Winter habe oder die wörtliche Rede. Das ist das, was mich im Leben weiterbringt, mit dem ich dann Probleme lösen oder eben auch Projekte dementsprechend gestalten kann. Das Ganze funktioniert aber, das ist also, die Kinder setzen sich, vielleicht nochmal dazu, die Kinder sind jahrgangsstufenübergreifend unterwegs, dürfen sich an so Magnetwänden dann dementsprechend den Projekten oder auch den Kursen übrigens zuordnen. Auch dort versuchen wir immer wieder klarzumachen, du musst lesen können, merkst du gerade in deinem Projekt. Ja, wenn wir über Astronomie sprechen oder so, dann können wir nicht zum Mars fliegen, da musst du ganz viel lesen. Und da bitte trainier doch, damit du das auch kannst. Und dann ordnen sie sich zu. Und das Ganze muss sehr strukturiert sein. Übrigens auch, wenn die Kinder dann ihre Klassenräume verlassen, manchmal nur für 30 Minuten in so Trainingskursen, dann sind unsere Klassen einheitlich strukturiert. Das heißt, die Kinder, wenn sie in einen anderen Raum gehen, finden sich dort sofort zurecht. Die Farben sind die gleichen, die Magnetwände hängen an exakt gleichen Positionen, sind teilweise anders bestückt. Aber sie wissen dann, wir sind meinetwegen jetzt gerade im Projekt, ich gehe genau an die und die Magnet, an die und die Wand und dort finde ich dann sämtliche Projektunterlagen oder an eine andere Ecke im Klassenraum, wo ich dann dementsprechend vielleicht Trainingsunterlagen für meinen Trainingskurs finde. Also ich muss sagen, was uns immer wieder vorangebracht hat, waren diese Strukturen. Wenn ich gerade so Fragen auch gelesen habe, wie fange ich damit an, was ist so? Wir müssen den Kindern viele Leitplanken vorgeben. Also das ist im ersten Schuljahr so. Umso mehr die Kinder Sicherheit gewinnen, sagen wir, umso mehr sie die Strukturen verstanden haben, umso weiter können wir öffnen. Und das funktioniert eigentlich relativ schnell. Und das funktioniert auch an Brennpunktschulen, auch mit Material, was nicht durch die Gegend geworfen wird, wie Mikrofone bei uns in der Aula. Wenn die Kinder wissen, das sind meine Dinge, die darf ich auch benutzen, da stehe ich im Treffpunkt Grimm, die brauche ich. Und bei uns ist noch kein 1.000 Euro teures Mikrofon beispielsweise irgendwie verloren oder kaputt gegangen. Wir haben also kaum mehr Beschädigungen oder so, weil die Kinder wissen, es ist meine Schule, an der bin ich verantwortlich und selbstständig unterwegs. Und das sind meine Sachen, wenn ich die kaputt mache, kann ich ja morgen nichts mehr mit tun. Jetzt muss ich mit Blick auf die Uhr weitermachen. Hier sieht man eine weitere Strukturhilfe. Ich sagte ja gerade schon, Struktur, Struktur, Struktur. Wir haben Kinderlehrpläne entwickelt. Hier sieht man den Mathematik-Kinderlehrplan. Wir haben für alle Fächer hier in Nordrhein-Westfalen solchen Kinderlehrplan auf Grundlage der Lehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalen geschrieben. Wir haben das Ganze sehr reduziert. Wir haben das Ganze in Kindersprache formuliert und es ist Grundlage bei uns für alle Zeugnisse, für alle Projektplanung, für alle Schülersprechtage. Immer wenn wir über Leistungen und Inhalte sprechen, nehmen uns die Kinderlehrpläne und sprechen mit den Kindern und überlegen, wo musst du noch was tun, wo befindest du dich gerade, wo bewegst du dich gerade. Das sind eben die Anforderungen, die die Erwachsenen in Nordrhein-Westfalen an dich stellen. Dann haben wir den Kinderlehrplan, den ich gerade schon ansprach, Basiskompetenzen. Hier wird es vielleicht so manchen gruseln und wir denken, das kann nicht alles sein. Wir haben uns tatsächlich mal überlegt, was bedeutet Überlebensfähigkeit, betone ich jetzt nochmal, sind auf diese Inhalte gekommen und sagen, das trainieren wir hier wirklich bis zum Umfallen. Übrigens machen das die Kinder mit großer Freude, täglich 30 Minuten sich in verschiedenen Trainingskursen aufhalten. Die Kolleginnen spiegeln mir immer, das machen sie ganz anders als im normalen Unterricht. Das Ganze eben auch strukturiert, immer wieder vor Augen der Kinder. Hier sieht man mal einen Einblick in unser Schulgebäude. Ich habe jetzt leider kein Foto von einem Klassenraum dabei. Die sehen, wie gesagt, alle relativ ähnlich aus. Schulfarben sind immer die gleichen. Das gesamte Design haben wir großen Wert darauf gelegt, dass wir sehr einheitlich, sehr minimalistisch, sehr regiopädagogisch quasi hier unterwegs sind.
Hier sieht man unser Lernkaleidoskop, in dem sich die Kinder jetzt zu Corona-Zeiten leider nur mit ganz krassen Auflagen, aber ansonsten halt sehr frei bewegen können. Die Kolleginnen und Kollegen haben also in dieser offenen Lernlandschaft immer die Möglichkeit, die Kinder an die verschiedenen Lerninseln zu schicken. Lerninseln nicht nur in den verschiedenen Fächern, sondern erweitert nach den multiplen Intelligenzbereichen, weil wir gerne alle Potenziale der Kinder quasi mitnehmen möchten. Hier sieht man nochmal so ein bisschen detailliert, wie solche Lerninseln aussehen. Die Struktur ist immer die gleiche. Man sieht hier rechts oben einen grauen Schrank und eine schwarze Platte. Das ist ein Bildschirm. Auf diesem Bildschirm finden die Kinder immer ihre kreativen Aufgaben, die sie dann in bestimmten Zeiten halt bearbeiten können. In diesen grauen Schränken, die sich da unterscheiden beispielsweise, alles nur Strukturen, finden Sie die Materialien, die Sie gerade benutzen können. Alles andere, wenn wie links unten Schränke verschlossen sind, wissen unsere Kinder eigentlich sehr zuverlässig, okay, da muss ich jetzt gerade nicht dran gehen, das interessiert jetzt nicht. Und dann halten die sich auch dran. Und dann kann ich Ihnen jetzt in den letzten 10 Sekunden noch 2 weitere Bilder zeigen, unseres Lernkaleidoskops. Wir versuchen halt digital zu sein. Wir versuchen, wie man hier sieht, zu werken, was eben, oder auch im Theaterkreis schnell bilden zu können. Es sind verschiedene Methodiken. Man kann im Sitzen, Stehen, Liegen und so weiter arbeiten. Aber ich habe ja schon gerade mitbekommen, man ist mit lauter Profis hier quasi unterwegs. Dem muss ich da nicht viel erzählen. Hier sieht man Musikraum und Außengelände ein klein wenig. Und zum Schluss kann ich es natürlich nicht lassen, wenn Sie noch weiter informiert sein wollen. Wir haben einen Instagram-Auftritt und natürlich unsere Homepage. Und da findet man ganz, ganz viele Informationen. So, 10 Minuten, 24 Sekunden. Herr Wagner, Wahnsinn. Ganz, ganz lieben Dank auch für die Punktlandung. Und ich möchte direkt eine Verständnisfrage stellen. Erstmal danke. Moment, ich habe eine Karte dafür. Im Namen von allen nehme ich an. Danke für den kurzweiligen Impuls. Gleichzeitig gibt es eine direkte Frage, die würde ich Ihnen gleich stellen wollen, bevor Herr Hirt drankommt und wir dann die Diskussion öffnen. Ist die Frage, wer hat denn die Basiskompetenzen zusammengestellt? Also wie sind die zustande gekommen? Ja, das haben wir tatsächlich selbst gemacht. Das haben wir intern, und das kann ich auch eigentlich nur so empfehlen, das haben wir intern quasi in Lehrerkonferenzen so festgelegt. Ist gut, wenn man Vorbilder hat. Wir haben uns an PIKAS beispielsweise orientiert, die das in Münster bei uns in der Nähe halt ganz hervorragend machen. Und haben dann aber, und ich weiß, dass das ganz viel Diskussionsstoff birgt, aber das war eben das, weil wir so teilweise wirklich so hochbelastete und schwache Kinder auch in dem Sinne so haben, dass wir gesagt haben, das musst du einfach können, um in deiner Umwelt zu bestehen. Ich bin gespannt, auch um die Diskussion darüber. Ich würde gerne mit anderen Schulen, wir haben tun das hier schon stadtweit, mal in Diskussion treten, was vielleicht noch dazu gehört. Vielleicht auch an weiterführenden Schulen. Da auch die Einladung weiterzumachen und weiter gemeinsam weiterzumachen, nehme ich an. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Dann switchen wir quasi kurz die Stadt und gehen nach Kassel und haben uns Heinz-Dieter Hirt eingeladen. Heinz-Dieter Hirt, Entschuldigung. Es geht um Lernsettings für digitale Lernprodukte im Lernschnittkonzept. Hoi. In Ihrem Beitrag wird es um die Rolle und die Bedeutung der Lernbegleitung gehen und Sie werden über geeignete Lernkonzepte sprechen, anhand Ihrer Erfahrung und Ihres Konzepts und was das mit selbstgesteuertem Lernen natürlich zu tun hat. Insofern gehört Ihnen die Bühne. Ich wünsche Ihnen selbst viel Spaß und wünsche viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlichen Dank und erstmal herzlich willkommen an alle. Ich teile dann auch mal meinen Bildschirm. Ich habe gerade den Timer schon gestartet. Ich würde jetzt alles eigentlich so an einem Bild festmachen wollen. Ich hoffe, man kann das so sehen. Das ist so die Geschichte, wie wir uns auf den Weg gemacht haben. Ich habe ja irgendwo gesehen, dass man ja auch interessiert ist, wie fing es an, wie ging das los. Ich habe gerade sehr, sehr viele Parallelen von dem Herrn Wagner gehört. Wir kommen nachher drauf, die Lernbegleitung ist das extrem Wichtige dabei. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, die müssen klar und deutlich sein. Wertschätzung ist wichtig, emotionale Intelligenz, nicht nur, dass die Lernenden das haben, dass die Lehrpersonen das auch haben. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal beginnen. Bei uns sah es so aus, etwa in 2006 haben wir die Situation gehabt, dass es die PISA-Studien gab, es gab Abbrüche, es gab Bedenken wegen der Ausbildungsfähigkeit. Also ich spreche für eine berufliche Schule in Kassel, auch für den Übergangsbereich, vielleicht nochmal so als Hintergrund. Und wir sind hergekommen und haben uns zunächst den Lehrplan angesehen. Die Frage hieß ja, was wollen wir verändern? Wie wollen wir das verändern? Wie soll das alles besser werden?
Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir was verändern, müssen wir erstmal wissen, was müssen wir denn unbedingt tun? Und da sind wir hergekommen, haben den Lehrplan analysiert, haben daraus dann für die Lernenden Checklisten generiert. Die Idee war, dass der Lernende sich dann Themen aussuchen kann und kann sich sein eigenes Programm zusammenstellen, eben diese Dinge, die ihn interessieren. Wir sind dann als Lehrpersonen im Team immer zusammen gewesen und haben gesagt, okay, dann müssen wir jetzt auch zu den einzelnen Checkpunkten Lernjobs machen. Und diese Lernjobs, die müssen dann den Lernenden zur Verfügung stehen. Dann kam automatisch die Frage auch, wie willst du das bewerten? Wie soll das gehen? Wie kommen wir denn jetzt zu Noten? Und wir haben uns dann so ein Credit Point System ausgedacht und fanden das ganz, ganz toll. Wir haben früh mit einer Moodle-Plattform begonnen und die Idee war eben, Lernende bekommen die Checklisten, sie können dann Lernjobs zu den Checklisten bearbeiten und wenn sie einen Lernjob bearbeitet haben, bekommen sie Punkte. Ja, die Idee, die war ganz gut, die war analog eigentlich zu dem, was bisher schon auf Papier geschah, nur da halt digital. Und das Ergebnis war, man sieht es hier, wir haben grausames Feedback erhalten. Am Anfang ging das noch ganz gut. Wir haben uns übrigens alle 4 Wochen immer mit den Lernenden in einen Großraum gesetzt und haben dann mit ihnen im Plenum diskutiert, was wünscht ihr euch, was sollen wir ändern, wo soll das Setting angepasst werden. Das kam richtig gut an bei den Lernenden und hat uns als Lehrpersonen auch unglaublich vorangebracht. Die Kritik war eigentlich dahingehend, dass wir uns am Anfang auf die Fahnen geschrieben haben, wir wollen alle Lernjobs innerhalb von 48 Stunden bewertet haben. Das ist uns hinterher nicht mehr gelungen, weil wir durch dieses Credit Point System nur noch auf der Suche nach Plagiaten und Duplikaten waren. Das heißt, die Schüler, die haben einfach nur ihren Namen geändert, haben das vom Mitschüler bekommen. Ja, was ist dann schön einfach? Komm, ich schreibe meinen Namen drauf, das ist meine Arbeit. Ja, wo bleiben die Noten? Und wir haben dann, wie gesagt, wir sind daran verzweifelt an dieser Vorgehensweise. Und dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen. Man sieht das jetzt hier. Haben eben nochmal alles hinterfragt. Und dann sind wir eben auf die Lernplanung gekommen, die persönliche Lernplanung, dass der Lernende eben sich selbst die Ziele setzen muss. Wir haben das mit den Lernenden dann abgesprochen. Und wir sind in dem nächsten Schritt ganz weggekommen von den eigentlichen Lernjobs. Die sind nur noch Begleiter zu dem Kompetenzerwerb. Wir haben ein Denkstufenmodell quasi eingeführt. Da ging es darum, nach der Blum'schen Taxonomie, das war damals das Einfachste, was wir zur Verfügung hatten, eben die Ziele auch zu gewichten. Und entscheidend war aber der Schritt, dass wir hingegangen sind zur Projektarbeit und haben alles, was ein Lernender so erarbeitet, in einem E-Portfolio abgelegt. Wir nutzen da die Mahara-Plattform, das ist vom Land Hessen zur Verfügung gestellt. Und da können Lernende eben ihre Lernprodukte, so nennen wir die Ergebnisse, die sie herstellen, ablegen. Und bewertet wurde da eben nicht mehr in Form von Lernjobs und Punkten, sondern in Form von Fachgesprächen. Wir haben also mit den Lernenden zusammen über das eigene Produkt gesprochen und haben Kriterien festgelegt, wonach das Ganze bewertet wurde. Ich habe hier in der Folie noch das Lerncoaching. Bei allem selbstgesteuerten Lernen, ich sage das eingangs schon, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen gut definieren und dass wir die Rahmenbedingungen so offen als möglich halten, aber auch so eng wie nötig. Und diese Rahmenbedingungen, die müssen ganz transparent sein. Die müssen jedem Lernenden einfach klar sein. Wir trainieren das auch am Anfang, dass man sagen kann, okay, innerhalb dem Rahmen musst du arbeiten. Funktioniert ganz gut. Ich würde sogar sagen, auf die Dauer der Jahre gesehen, funktioniert das sogar sehr gut. Was richtig wichtig war, war, wie gesagt, die Wertschätzung. Ich würde jetzt mal diese Präsentation stoppen. Und würde ganz gerne ein Portfolio zeigen. Das ist jetzt dummerweise kein Portfolio von einem schwierigen Schüler, das ist ein Portfolio von einem guten Schüler. Aber vielleicht erkennt man da auch den Aufbau, wie wir bei der ganzen Sache vorgegangen sind. Ich stoppe das ganz kurz und gebe jetzt erneut einen Bildschirm frei. Und zwar nehme ich diesen Bildschirm.
Das ist jetzt eine Ausarbeitung eines Lernenden und die sind immer gleich aufgebaut, also zu den Rahmenbedingungen. Wir fordern immer eine dreispaltige Ansicht. In der Mitte ist das Hauptthema, was ausgearbeitet ist. Links sind dann eben Basisinformationen. Der Lernende hat mir erlaubt, dass ich die Ansicht so zeigen darf. Also von daher haben wir hier keine Mühen. Am Anfang stehen immer die Ziele. Ein Lernender muss sich selbst Ziele setzen. Da begleiten wir ihn, wir betreuen ihn, wir beraten ihn dahingehend. Die Ziele sind immer irgendwo im Lehrplan abgebildet. Mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Und dann kann der Lernende sich im ersten Schritt überlegen, wie zeige ich einem Dritten, dass ich es kann. Also es geht nicht darum, es dem Lehrer oder einer Fachperson zu zeigen. Es geht wirklich darum, wie zeige ich es zum Beispiel meinen Großeltern zu Hause und dass die mir wirklich glauben, ja, das hat er gemacht. Und wenn man sich das hier ansieht, also das erste Ziel, ich kann bis zum 19.06.18 eine DXF-Datei in Fusion 360 importieren und daraus einen 3D-Körper erstellen. Dann hat er sich als ersten Lernnachweis ausgedacht, ich werde bis zum 19.06.18 ein Video hochladen, in dem ich erkläre, wie ich eine DXF-Zeichnung in Fusion 360 importiere und daraus einen 3D-Körper erstelle. Das ist jetzt erstmal ein bisschen einfach. Entscheidend ist, er will es in einem Erklärvideo darstellen. Das Lernprodukt dazu ist also das Erklärvideo. Und das Erklärvideo hat er hier erstellt. Das sind immer kleine Videoschnipsel, die nicht länger als 5 Minuten sein sollen. Und die werden dann hochgeladen auf eine Plattform und entsprechend in das Portfolio eingebunden. Der weitere Aufbau ist so, dass die rechte Seite so eine kleine Projektbeschreibung eben gibt. Die ist aber dem Lernenden freigestellt. Der kann sich selbst legen, was er dort hinsetzt. Und hier hat er auch noch einen kleinen Zwischenstand. Man sieht also tatsächlich auch, was dort entstanden ist. Und vielleicht ist interessant, wie die Aufgabenstellung zu diesem Projekt gewesen ist. Mein Unterrichtsthema ist 3D-Konstruktion, also Modellieren in dreidimensionalen Ansichten. Und die Aufgabenstellung war, die Lernenden sollten eine Maschine erfinden. Das war alles. Erfinde eine Maschine deiner Wahl und konstruiere sie in 3D. Und dieser Lernende, er ist in einem Betrieb tätig, in dem man viele Kabel schneiden muss. Und der hat sich dann ausgedacht, ich werde eine Maschine konstruieren, mit der ich kleine Kabel abschneiden kann. Und zwar völlig automatisch. Man sieht es dann hier. Er hat einen Arduino-Computer mit eingebaut. Er hat Schrittmotoren gelernt. Er hat Servomotoren gelernt. Er ist so motiviert gewesen, dass er sich in den Sommerferien sogar einen 3D-Drucker gekauft hat, hat die Maschine dann ausgedruckt, hat sie aufgebaut, hat sie programmiert. Und das Tolle an der ganzen Sache ist, die Maschine steht heute in der Firma, in der er arbeitet. Der Chef hat sie ihm abgekauft und hat gesagt, Junge, das hast du toll gemacht. Die erleichtert uns die Arbeit. Und so hat er im Prinzip sein Lernprodukt sogar noch zu Geld gemacht. Ist in der Berufsschule möglich, ist bei Schülern vielleicht nicht ganz so möglich. Entscheidend ist für uns aber am Ende noch, dass der Lernende eben eine Metareflexion ausführt oder dass er die durchführt. Und die Metareflexion, die soll nicht auf das Lernprodukt bezogen sein, sondern auf den Prozess. Wie hat der Lernende gelernt und wie ist er zu dem Ergebnis gekommen, was er denn hier jetzt dargestellt hat? Jetzt haben wir 10 Minuten 17 und da würde ich jetzt auch stoppen und freue mich auf Fragen. Vielen Dank auch an Sie für die Punktlandung. Ja. Dankeschön. Danke auch. Und ich weiß aus dem Hintergrund, aus dem Maschinenraum quasi, dass es auch viele Fragen gibt. Da auch nochmal die Aufforderung an Sie alle, die jetzt bisher zugehört haben, sich gerne im Mentimeter zu beteiligen. Und zunächst erstmal an Herrn Hirt, auch ein herzliches Applaus von allen. Stellvertretend darf ich das so in die Hand halten, genau. Und die zu sehen sind, genau. Dankeschön. Danke, lieber Herr Hirt. Dann eröffnen wir mal die Fragerunde. Denken Sie daran, auch Fragen zu stellen, wenn Sie sie loswerden möchten. Und ich hole mir mal den Herrn Wagner noch mit dazu und Sandra Wille, die für uns die Fragen in den Blick genommen hat. Sandra,
Ja, vielleicht noch als erstes eine kurze konkrete Nachfrage an Herrn Hürth. Die Zusammensetzung des Kollegiums kam da einmal relativ schnell, so um es einordnen zu können. Die Frage nach, ne, den Hintergründen der Kolleginnen und Kollegen. Ja, in Hessen gab es damals ein Projekt, das nannte sich Selbstverantwortung Plus. Schule sollte von unten heraus verändert werden. Und wir haben das als Lehrerteam, als eine Art Fachschaft gemacht, wenn Sie so wollen. Das heißt, wir haben im Kleinen angefangen, das waren 4, 5 Leute. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben versucht, dort eben die Veränderungen herbeizuführen. Das ist allerdings in vielen Abteilungen der Schule geschehen. Wir sind im Kollegium, 80, 90 Kolleginnen und Kollegen, haben etwa 2000 Schüler. Und da ist es auch ziemlich breit gewesen. Das Interessante war vielleicht aus Sicht der Schulleitung, es gab damals für interessante Projektvorschläge Deputate. Das heißt, wir haben sofort auch, wenn ein Projekt schlüssig war und wenn es zielgerichtet war, vielleicht 2 Projektstunden bekommen. Das ist natürlich bei 5 Personen ist das erstmal nicht ganz so viel, aber es war eine Motivation. Wir sind rangegangen und wir hatten Lust und so hat das eigentlich begonnen. Prima, vielen Dank. Ansonsten sind die Fragen in 2 Richtungen. Einmal finde ich wirklich toll die Frage an Sie beide. Wie haben Sie sich für selbstgesteuertes Lernen begeistert und wie qualifiziert? Das ist so eine tiefe Frage. Und die andere Fragerichtung ist dann wirklich ins Detail. Wie besprechen Sie mit den Schülerinnen Ziele? Wissen die Schülerinnen und Schüler sozusagen vorher um die ganzen Möglichkeiten, die sie haben? Wie kommunizieren Sie das? Das sind so 2 Richtungen, die ich an Sie übergeben würde. Fangen wir gleich mal mit den Jüngeren an, Herr Wagner vielleicht. Ja, also man hat ja gerade unsere Kinderlehrpläne gesehen und das sind ja natürlich schon, da stecken ja ganz jede Menge Ziele drin. Ich habe gerade schon gedacht, wenn ja hier die Berufsschule hier quasi in der Nähe hätte, könnten wir da wahrscheinlich ganz gut vorbereiten. Wenn ich weiß, dass dass von mir erwartet wird, eine verbundene Handschrift zu entwickeln und ich das wirklich den Kindern klar mache, dass es ein Ziel halt meinetwegen an Schule ist, dann kommt es immer wieder bei uns in Klassenratssitzungen und so weiter dazu, dass die Kinder sich halt persönliche Ziele setzen und dann versuchen, diesem Generalziel einer verbundenen Handschrift beispielsweise halt dementsprechend näher zu kommen. Und die machen das eigentlich mal ganz knuffig. Das sind ja teilweise 6-, 7-, 8-Jährige oder so. Die sitzen mal dann im Stuhlkreis und dann dann zeigt da jemand seine Schriftprobe beispielsweise und dann wird darüber beraten und wird gesagt, nee, du bist am Ziel schon näher gekommen oder eben auch noch nicht. Und das ist natürlich bei uns ist es so, dass wir schon eine gewisse Auswahl den Kindern tatsächlich durch diese Kinderlehrpläne geben. Also was, das ist natürlich wieder, könnte man drüber streiten. Ich habe manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen, weil das so eine Erwartungshaltung von uns Erwachsenen ist. Das ist nicht immer so dem Lernen ganz so zuträglich, aber es ist nun mal so, wie es ist. Und das sind die Generalziele in den Kinderlehrplänen, die wir halt quasi verfolgen. Und zu Ihrer eigenen Motivation auch, zum selbstgesteuerten Lernen, wie sind Sie dazu gekommen? Also ich kann von uns jetzt sagen, wir konnten gar nicht anders. Also wir mussten aus diesem, wie ich gerade schon sagte, aus diesem Lehrerzimmer sitzen und wir stehen die ganze Zeit vorne und wir waren gefühlt dem Burnout nahe. Also du hast die besten Unterrichtsreihen durchgeführt, wenn man sich das vorstellt. Wir haben auch richtig, richtig gute Lehrerinnen, ne, so mit gut ausgebildet, wissen, wie eine Reihenplanung, wie eine Transparenz funktioniert und so. Aber trotzdem haben wir halt festgestellt, wir erreichen die Kinder nicht so, wie wir es könnten. Und wir mussten dementsprechend gewisse Dinge quasi auslagern und outsourcen. Wir mussten uns dadurch Platz verschaffen. Hört sich ein bisschen, wie soll ich sagen, also despektierlich fast dem selbstgesteuerten Lernen gegenüber an, aber bei uns war das quasi eine notwendige Folge. Vielen Dank. Vielleicht an Herrn Hürth nochmal die 2 Fragen. Genau. Ja, würde ich gleich darauf einsteigen. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte ein Vorleben in der Berufsschule. Da ist es natürlich auch möglich, wenn man aus der Wirtschaft kommt, dann nochmal in die Schule reinzugehen und dort noch eine zweite Karriere zu starten. Und für mich war das alles ein bisschen befremdlich am Anfang. Ja, welche Probleme Lehrpersonen so haben und das war halt eben ganz was Neues. Das war nicht meine Welt. Und dann haben sich einfach so die Schicksale gefügt. Ganz simpel, ich bin angesprochen worden von der Schulleitung, möchtest du gerne so ein Projekt mitmachen?
Und dann ging es um Lerncoaching. Das war damals ganz neu. Wir haben das mit Professor Max Wodley gemacht, der leider in 2016 verstorben ist. Das hat einfach dazu geführt, dass wir erstmal eine Haltung geändert haben. Also weg von der Lehrperson hin zum Lernenden und uns wirklich auch interessiert haben für die Lernenden. Und dann kommen auch irgendwo die Schritte von ganz allein. Sie haben das, Herr Wagner, gesagt, die Wertschätzung, ich kann es gar nicht hoch genug hängen. Wir haben so einen Leitsatz immer gehabt, people don't care until they know how much you care. Das ist von Steve DeShazer. Und das sagt eigentlich alles. Wenn ich mich um Menschen kümmere, dann nehmen die das wahr und die wollen mir da nichts Böses mehr. In meinem Klassenraum, da ist der Schrank nicht abgeschlossen. Da stehen 10 Notebooks drin. Ich habe 3D-Drucker im Raum. Da ist noch nie was weggekommen. Das ist einfach, die Schüler, die kommen her und sagen, warum sind sie alle so nett hier? Also das ist so die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und was auch die innere Haltung angeht. Und das ist vielleicht natürlich dann auch typabhängig. Was bin ich für eine Lehrperson? Ja, vielen Dank. Christine, ich weiß nicht, wie es mit der Zeit aussieht. Ich finde, wir haben viele, viele spannende Fragen noch. Es geht einmal auch, wie wird umgegangen mit Leistungsbeurteilung, mit rigiden Vorgaben? Ne? Wie kann das ausgelegt werden? Oder auch die Frage, wie gehen Sie vor Ort mit Fehlverhalten, ist es hier in Menti beschrieben, um. Ja, das sind noch so zentrale Fragen, die auch mehrere gerankt haben, dass es Sie auch interessiert. Haben wir noch Zeit? Ja. Dann gebe ich das Wort gerne nochmal. Ja, zum Fehlverhalten würde ich gerne was sagen. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Als ich an die Schule gekommen bin, das war kurz danach, ich bin jetzt etwa 18 Jahre an der Schule, da ist es so gewesen, da gab es ein Trainingsraumkonzept. Das war ein Sanktionskonzept. Also jeder Schüler, der sich irgendwie falsch verhalten hatte, der wurde sanktioniert. Der hat ein Gespräch mit der Sozialpädagogin geführt und wenn er dann alles abgehakt hat, was die wollte, dann war alles in Ordnung, konnte wieder zurückkommen. Das hat uns nicht weitergeholfen. Die sind immer gleich geblieben. Wir haben dann den Maker-Bereich als Chance entdeckt und haben gesagt, kein Mensch steht morgens auf mit dem Willen, nichts tun zu wollen oder zu stören. Und sind einfach diesem festen Gedanken gefolgt. Auch ein schlechter Schüler, vermeintlich schlechter Schüler, möchte Erfolg haben. Und dann haben wir Erfolgserlebnisse dadurch geschafft, dass die Schüler sich Projekte aussuchen konnten, egal welche Art, und daran dann arbeiten und Erfolge generieren. Und das, finde ich, ist ein sehr viel effizienterer Weg, um auch wirklich schwierige Schüler auf den Weg zu bekommen. Also nicht durch Sanktionen, sondern durch Chancen und Erfolge. Ja, genau. Ja, vielleicht einmal kurz dann zur Leistungsbeurteilung. Das Thema können wir natürlich hier gar nicht so umfassend bearbeiten, wie das ist ja riesengroß und auch heftig diskutiert und so. Wir sind eine Schule, die, man meint es kaum, so auch als Schulpreisschule quasi, die aber Noten gibt und zur Zeit das auch noch relativ gerne tut. Warum? Wir sehen auch positive Effekte von Noten und wir sagen uns, lass uns doch versuchen, wir kommen aus diesem Muster nicht raus. Also man kann diskutieren und diskutieren. Wir haben uns mal von der Zeit gesagt, komm, wir opfern nicht mehr so viel Diskussionszeit in Noten geben oder nicht Noten geben. Wir denken mal kreativ. Wir haben gerade ein Projekt am Start, davon erzähle ich im Moment immer gerne. Das wird noch heftig diskutiert werden quasi bei uns, so in der Lehrerschaft und auch in der Elternschaft. Das heißt, jedem Kind eine 1. Also für uns ist einfach nur wichtig, dass wir eigentlich mit Noten aber jedem Kind klar machen wollen und auch wirklich mit Zeugnisnoten, du hast ein Talent, du hast etwas. Und es ist nicht das Talent, was unbedingt jetzt im Querverweis zählt. Also ich nehme mal gerne das Beispiel Marco Reus, könnte man meinen, wir sind ja hier fast Dortmunder, ist der einzig talentierte Fußballspieler auf der Welt, ist ja klar. Es gibt keinen anderen Talent, das ist das einzige Talent. Jeder wird sagen, nein, es gibt auch noch andere und in der zweiten Bundesliga und im Regional und wo auch immer. Ja, wo ist mein Talent? Aber wir haben alle, und wenn es in Rechtschreibung die 4 ist und in Mathe die 4, vielleicht hast du aber, und das hat jeder von uns, hat irgendwo eine Geschichte. Deswegen spare ich auch gerade diese multiplen Intelligenzbereiche an, denn das können ja auch andere Inhalte als die sein, die wir quasi von unserem Gesetzgeber her quasi benoten müssen. Und unser Wunsch ist eigentlich dann auch tatsächlich in Zeugnissen klarzumachen und Kinder zu bestärken, denn das haben wir schon festgestellt, auch mit unseren Lobbriefen oder auch Talenturkunden, wenn du dann eine 1 hast, dann ist diese 4 in Mathe oder so nicht mehr das Entscheidende, sondern ist etwas, das du sagen kannst, das ist meins und das ist mein Metier und da wollen wir dran. Das ist also für uns ein entscheidender Faktor. Wir wollen da gar nicht von runter. Das ist natürlich schwierig, gerade was selbstgesteuertes Lernen angeht,
wenn man beispielsweise im Lernkaleidoskop unterwegs ist bei uns und die Kinder dort selbstständig 2 Stunden irgendwie unterwegs sind oder so, möchtest du gerne als Lehrer ein Stück weit wissen, was haben die denn gemacht? Waren die ganze Zeit, ne? Wo waren die? Es gibt Trainingsbereiche, es gibt Kreativbereiche, haben die sie vielleicht doch wieder den ganzen Tag nur und man kennt, ne? Wir sind nur Lehrer. So, und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als meine Kollegin entlasten zu können in der Hinsicht, dass wir eine digitale Erfassung quasi unserer Lehrpläne hätten oder unserer Inhalte. Denn es sollte ja eigentlich und müsste eigentlich schon längst möglich sein, dass man nicht mehr per Hand irgendwelche Lernzeitpläne oder irgendwelche Arbeitsblätter der Kinder durchgeht, sondern dass das eben eine künstliche Intelligenz, wie man heute so sagt, oder ein Computer eben tut. Und dass der Lehrer recht schnell sehen kann, wo sind die Inhalte, wo hakt es vielleicht auch noch, ne? Wo muss ich nachsteuern, wo haben die Kinder zu wenig gemacht, wo vielleicht auch zu viel. Das wünschte ich mir, denn da geht so viel Zeit bei Flöten, wenn ich das so sagen darf, das wünschte ich mir anders. Wir werden immer eine Leistungsbeurteilung brauchen. Man möchte im Endeffekt wahrscheinlich wissen, ob der Arzt eben auch die Kompetenzen hat, um mich zu operieren. Würde ich auch gerne wissen. Das müssen wir haben. Was natürlich dann dazugehört für Kompetenz, das muss diskutiert werden. Und ich denke nochmal, ich berechne eine Lanze dafür. Jeder von uns hat aber eine gute Note verdient. Mindestens eine. Vielen Dank. Noch eine Frage zum Schluss, ja? Ja, die steht in Menti hier als, wie ist die Reaktion der Ausbilder in den Betrieben oder im Chat? Ich glaube, man kann es noch ein bisschen weitermachen, wie sich im Menti auch findet. Wie ist die Reaktion Dritter? Ne? Also Sie arbeiten so in der Schule, wie reagiert Umfeld und eben auch Kooperationspartner? Also tatsächlich ist es so gewesen, ganz am Anfang, ich nehme an, die Frage geht nämlich aus dem beruflichen Bereich, ganz am Anfang ist es tatsächlich so gewesen, es gab erheblichen Gegenwind. Ja, bei euch können die Schüler machen, was sie wollen. Das kann doch nicht sein. Das könnt ihr doch nicht machen. Und inzwischen, man muss bedenken, das Lernschutzkonzept in der Art oder seitdem wir angefangen haben, das sind 14, 15 Jahre, sind da ins Land gegangen. 2006 haben wir gestartet. Und da sieht es eben so aus, dass auch in der Wirtschaft ein erhebliches Umdenken erfolgt ist. Wir machen als kleinen Verein auch jährlich so eine E-Portfolio-Konferenz. Wir waren im letzten Jahr in Kassel. Also wir sind immer jedes zweite Jahr in Kassel und dann einmal gehen wir auswärts. Da waren wir dann zuletzt in Wien. Und dort war der Ausbildungschef von Audi in Ingolstadt, der hat 2500 Auszubildende. Und selbst der sagte, ja, diese Maker-Geschichten, das ist gut. Und wir geben unseren Auszubildenden im Jahr Freistunden, wo sie sagen, an diesen Stunden, ihr dürft euch frei wählen, wann immer ihr wollt. Ihr müsst nur ein Projekt machen, was dem Betrieb dient. Also da ist die Denke überall jetzt auch wirklich in diese Richtung, projektorientiert arbeiten und daran Kompetenzen festmachen. Vielen Dank. Vielen Dank auch von uns, von mir und von Sandra, genau. Dankeschön für den Moment. Sandra schaltet sich schon ab. Okay. Das war sozusagen der Diskussionsteil und wir gehen ein bisschen über in die, sagen wir mal, eigene Reflexion in kleiner Runde. Was wir noch machen wollen mit Ihnen gemeinsam und laden Sie gerne noch dazu ein, so ein bisschen zu überlegen, für sich auch und in einer kleinen Runde, wie gesagt, was hat mich jetzt überrascht? Was hat mich auch beeindruckt, sich darüber auszutauschen und gerne auch die Frage zu beantworten für sich, beziehungsweise das auch weiterzugeben, wozu möchte ich jetzt noch mehr hören? Was brauche ich jetzt vielleicht auch, um da auch für mich weiterzukommen und so weiter. Da würde ich Sie bitten, wenn Sie mögen, in der Kleingruppe gerne auch wieder das Mentimeter zu nutzen, weil wir da nochmal mit Herrn Wagner und Herrn Hirt die Möglichkeit haben, das nochmal mit Ihnen gemeinsam dann in der großen Runde nochmal zu diskutieren. Also es geht jetzt wieder in eine kleine Runde für ungefähr 5 Minuten, also wieder zu 5. Und dann nutzen Sie gerne die Menti-Umfrage, um eben Ihre Frage nochmal an Herrn Hirt und Herrn Wagner aufzuschreiben und miteinander zu diskutieren. Bis gleich. Und willkommen zurück aus den Breakout-Sessions. Wir hoffen sehr, dass Sie die, wenn auch kurze Zeit, intensiv miteinander nutzen konnten und sich zum Thema ausgetauscht haben. Es gibt die eine oder andere Frage. Ich hole nochmal auf die Bühne Herrn Hirt und Herr Wagner, kommen Sie noch mal zu mir, bitte. Da sind wir. Sehr gut. Wunderbar. Ich
frage mich, beziehungsweise gar nicht ich, sondern andere Menschen, die teilnehmen in der Mentimeter-Umfrage. Ich habe gleich mal raufgeschaut, ich habe das hier mal auf. Was ist denn mit Schülerinnen und Schülern, vielleicht auch direkt an Sie beide, ich würde wieder mit den Jüngeren anfangen und dann in die Steigerung gehen, die Alterssteigerung, die Schwierigkeiten haben? Ganz offen gefragt, glaube ich, wie werden die unterstützt? Also genau, aus unterschiedlichen Voraussetzungen, andere Voraussetzungen haben etc. Herr Wagner. Ja, da sind wir ja die ganze Zeit eigentlich dran. Also ich habe ja schon ganz viele Beispiele, gerade was Basiskompetenzen angeht, habe ich ja gerade schon aufgeführt. Mir fiel aber, als Sie das gerade sagten, noch ein, wir befinden uns ja gerade in dieser Corona-Zeit und im Lockdown. Und wir merken, dass beispielsweise Kinder ohne Deutschkenntnisse, diese Frage kam ja vorhin auch, ne, also Kinder ohne Deutschkenntnisse natürlich gerade echt richtig, wenn ich so sage, gekniffen sind. Und wir sind gerade dabei, unser Deutsch als Zweitsprachesystem quasi wieder anlaufen zu lassen. Und wir müssen da im Moment unterscheiden zwischen Präsenz und Fernunterricht, wenn man so will. Und wir versuchen gerade dort Trainingsbereiche ins Digitale zu verschieben. Das heißt also, wir versuchen da schon Dinge. Es geht immer darum, die Zeit zu nutzen, die ich habe mit den Kids, sage ich mal, vor Ort, das ist ein bisschen Flip Classroom-mäßig, ja, denen beizubringen, wie nutze ich denn, welche Begriffe muss ich lesen können, welche muss ich kennen, um beispielsweise so ein Lernplattform-Cockpit oder so weiter zu bedienen, ja, um dann dementsprechend deutsche Vokabeln oder so, das kann man ja digitalisieren, um das dann quasi nutzen zu können. Ne? Also es geht dann darum, nicht die Inhalte an sich zu vermitteln mit diesen Kindern, sondern wie kann ich selbstständig dann dementsprechend beispielsweise eine Lern-App deutscher Zweitsprache nutzen. Mhm. Herr Hirt? Ja. Auch wenn Sie schon genickt haben. Ich bin da voll dabei, denn es ist einfach so, wir müssen die Zeit der Präsenz auch nutzen, um Lernenden dann schon ja quasi Trainings anzubieten. Wie geht man denn damit um, wenn ihr jetzt mal wieder zu Hause bleiben müsst? Da war auch eine Frage zum Distance Learning noch, Distanzlernen ganz am Anfang. Aber die ursprüngliche Frage war ja, wie begleite ich denn schwierige Schüler, Schüler mit Problemen? Und für mich ist es so, selbstorganisiertes Lernen eröffnet natürlich auch die Möglichkeit des individualisierten Lernens. Und für mich ist jeder Mensch ein Individuum, egal ob er jetzt besondere Herausforderung hat oder ob er jetzt einfach jemand ist, der alles mitmacht. Da ist es eben so, dass ich die Digitalisierung als Chance nutzen kann, um individuelle Lernpläne zu erstellen und auch individuelle Wochenpläne. Herr Wagner sagte das, diese Tools gibt es schon. Wir arbeiten da auch mit Baden-Württemberg sehr gut zusammen, mit der Lehrkräfteakademie in Frankfurt. Und ja, halt eben, dass man individuelle Pläne zusammenstellt. Jetzt ist es natürlich so, dass diese besonderen Schüler, und ich habe die, also in der Klasse von 16 Schülern, das mag erstmal wenig klingen, die hat nicht aus irgendeinem Grund nur 16 Schüler, also die sind schon alle herausfordernd. Und da gibt es vielleicht ein oder zwei Schüler, Schülerinnen, wo die Familie noch intakt ist. Da ist alles irgendwo ja, eine Herausforderung. Migrationsgrund, Hintergrund ist, würde ich fast sagen, 70-80% in der Klasse. Also das ist ein ganz großes Thema. Und bei uns ist natürlich auch die sozialpädagogische Begleitung ein großes Thema. Also wir stecken da sehr viele Ressourcen rein. Vielleicht darf ich auch noch mal einmal ganz kurz dazu. Wir haben ja quasi eine ganze Jahrgangsstufe an Grundschule, die man fast da so einsortieren könnte. Also wir haben ein erstes Schuljahr. Wenn man jetzt sich bei uns umschaut, ja, die Kinder sind jetzt ganz neu an der Schule, sind Schulanfänger und können zum großen Teil beispielsweise noch gar nicht lesen. Und wir stellen halt tatsächlich fest, dass das Schwierigkeiten mit sich führt, was selbstgesteuertes Lernen am Anfang jetzt angeht, aber auch den Umgang dementsprechend, wie wir gerade über Digitalität und so weiter sprachen. Also wir haben vor kurzem mit einem App-Entwickler quasi gesprochen, relativ bekannt, relativ groß, so, und haben eben einen Wunsch an ihn herangetragen, was ist denn mit den Personen, die beispielsweise nicht lesen können, die sich in diesen Cockpits quasi nicht zurechtfinden, ja, wie alle unsere Erstklässler. Das ist, muss man einfach mal so sagen, das ist doch tatsächlich ein Problem, was jetzt gerade noch nicht so zu lösen ist, gerade was jetzt auch die Distanz natürlich angeht, aber auch so, heißt es dann selbstgesteuertes Lernen anbahnen, und da ist schon beispielsweise das Lesen tatsächlich eine zentrale Fertigkeit, die ich haben muss. Daran würde ich gerne nochmal die Frage anschließen, gibt es eine Möglichkeit der Diagnostik für die Schüler, damit man weiß, wo sie besser zu fördern und zu
fördern und zu fordern, wahrscheinlich ist es das gemeint, also besser zu fördern und zu fordern sind. Mhm. Ich muss ein bisschen schmunzeln, denn ich finde die Frage sehr interessant. Sie ist sehr wichtig, berührt sehr viele Menschen. Für mich ist die beste Diagnostik, wenn ein Schüler sich an ein Projekt ranmacht und dann auch das Scheitern gestattet ist. Ein Beispiel war, ich habe Schülern freigegeben, ein Elektronikprojekt zu machen und habe ihnen dann wirklich gesagt, ihr könnt das machen, das sind Bastelanleitungen, das sind Bastelseiten, das kann man schaffen. Und ein Schüler, der noch nie mit Elektronik zu tun hatte, absolut nie irgendwas gemacht hat, wollte dann einen Hi-Fi-Verstärker bauen. Da denke ich, okay, wenn du meinst, das ist nicht so schwer für dich, dann mach das. Und es war aber relativ schnell klar, also ihm auch klar, das ist doch zu viel. Geben Sie mir doch mal einen Tipp, wo ich anfangen kann. Und das war letztlich auch eine Art Diagnose, möchte ich mal sagen, oder mein Weg der Diagnose, auch das Scheitern als Chance zu begreifen und zu sagen, ja, wenn das nicht ist, aber andere Dinge kannst du doch sicherlich auch und dann darauf aufbauen. Und später wird dir das andere auch gelingen. Das hat bislang immer sehr gut funktioniert. Da spielt dann lieber die gute Lernbegleitung eine wichtige Rolle. Herr Wagner? Ja, ist halt, Diagnostik ist halt immer wieder ein Riesenthema. Da ist man Lernbegleiter vielleicht für 30, vielleicht für 60, vielleicht auch nur für 10 Kinder. Und trotzdem ist das immer, was uns Lehrer, sind ja alles Experten hier, ne, was uns Lehrer halt jeden Tag quasi umtreibt. Ne? Das ist ja das, was uns auch ganz, ganz viel Arbeit macht. Wir versuchen halt mit diesen, jetzt komme ich wieder auf unsere Kinderlehrpläne zu sprechen, so eine gewisse Struktur reinzubringen. Die Inhalte stehen dann genauso auf den Zeugnissen oder eben im Schülerparlament können die Kinder sich dann beispielsweise selbst einschätzen. Ne? Sie wissen dann genau, von welchem Inhalt sie quasi sprechen. Und wir haben beispielsweise noch relativ analog in den Klassenräumen bestimmte Ordner stehen, an die dann dementsprechend die Lehrenden, sag ich mal, drankommen, wo jeder dran kann, ob das Schulassistenten, wer auch immer, also jetzt Lehrende natürlich nur, und um ihre Beobachtungen dann dementsprechend einzutragen. Wir haben einen Lernzeitplan entwickelt, vielleicht auch noch ganz interessant. Da geht es tatsächlich weniger um die inhaltliche Diagnostik, aber immerhin schon einmal auch einmal darum zu gucken, das finde ich mal ganz niedlich, ehrlich gesagt, haben die Kinder tatsächlich auch alles gemacht? Denn dann sitzt da der Lehrer mit, denn du musst ja in alle Arbeitshefte und weiß ja nicht, wo reingucken, wo überall die Kinder dann eben Aufgaben bearbeitet haben. Und da kann auf diesem Lernzeitplan tatsächlich jeder Erwachsene quasi abhaken, wenn das Kind dann seine Aufgabe erledigt hat. Das können Mama und Papa sein, das kann Schulassistent, das kann ich sein, der ich gerade vorbeigehe und vielleicht gerade mit dem Kind rede oder wer auch immer. Und der setzt dann sein Kürzel quasi da hinten hin. Am Anfang hatten wir natürlich auch gewisse Betrugsvorfälle, wenn man so will. Das hielt sich aber absolut in Grenzen. Und dann muss man so ein bisschen geschickt vorgehen. Aber ich suche auch immer noch, wie gesagt, nach dieser intelligenten digitalen Lösung, die es eigentlich schon längst geben müsste für uns als Erleichterung, um eine, wenn wir von individualisierten Lernen sprechen, dann gehört diese individualisierte Diagnostik halt auch dazu. Mhm. Und das könnte eigentlich relativ leicht auf unseren Schultern genommen werden. Ich stelle noch mal eine Zwischenfrage, bevor wir zur letzten Frage kommen, weil hier noch steht, wie haben Sie es, also ich münze es mal ein bisschen um, weil Sie es schon ein bisschen beantwortet haben. Mit Blick auf die tatsächliche Schulschließung der letzten Monate, also wo tatsächlich auch sofort von jetzt auf gleich umgestellt worden ist, beziehungsweise musste, wie haben Sie denn das selbstorganisierte Lernen in dieser Zeit erlebt? Ja. Also da vielleicht gerade. Ist egal. Mach du. Okay. Für mich erstaunlich. Es hat ein ganz anderes Setting, hat es hervorgebracht. Wir haben, einerseits waren wir Lernende, als Lehrpersonen auch Lernende. Also wir mussten uns irgendwie auf die Lernenden eben einlassen, mussten gucken, was die denn so möglich machen. Und hochinteressant war, von einem 6-Stunden-Schultag haben wir uns vielleicht 90 Minuten online getroffen. Es sind viele Schüler abgetaucht in den Videochats, aber die wir erreicht haben, die haben wir gemeinsam erreicht. Und das war was ganz Tolles. Es hat sich das ganze Lehrerteam in diesen 90 Minuten hingestellt und hat mit den Schülern dann quasi so in einem großen Stuhlkreis, im virtuellen, die Chancen besprochen. Rein praktisch sieht es so aus, dass ich meine Lernenden einzeln in die Schule habe kommen lassen und habe gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch Produkte, Materialien mitnehmen,
so dass sichergestellt war, dass eben da kein Kontakt stattfand. Und die haben sich das mit nach Hause genommen. Ich habe denen Werkzeuge mit nach Hause gegeben und dann haben wir die per Video begleitet und haben gesagt, vielleicht hast du einen Opa, mit dem du sowas noch machen kannst. Vielleicht kann der Vater was helfen. Das war eine richtig tolle Zusammenarbeit, auch mit den Eltern. Denn ich habe das so erlebt, dass das erste Mal alle an einem Strang gezogen haben. Das war eine tolle Erfahrung. Mhm. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, Herr Wagner? Ja, bei uns hat das selbstgesteuerte Lernen natürlich auch eine große Rolle gespielt. Also wenn ich weiß, dass die Kinder gewöhnt sind, mit allen Symbolen und allen Anweisungen eines Lernzeitplans beispielsweise umzugehen, ist das gut. Und das hat uns auch ein bisschen gerettet, wenn ich das mal so sagen darf, obwohl wir als Grundschule damals noch gar nicht so digital aufgestellt waren, wie wir es rasant quasi jetzt geworden sind. Allerdings muss ich schon auch sagen, hat das Ganze auch Grenzen. Also ich will das Ganze jetzt nicht nur ganz nach oben hängen und es klappt alles und Flip Classroom ist überhaupt gar kein Problem. Das kann ich so nicht bestätigen. Also wir haben schon teilweise vermisst die Phasen, die gemeinsamen Phasen. Was ist mit Einführungen? Was ist im ersten Schuljahr mit einer Buchstabeneinführung? Was ist mit dem kleinen Einmaleins oder ne, Dinge, die Kolleginnen haben dann wirklich schöne Ideen gehabt, die sind schnell drauf gekommen, Lernvideos zu drehen, haben sich da immer auch rasant verbessert und YouTube-Anregungen geholt und so. Aber das hatte schon tatsächlich auch Grenzen. Also das ist nicht alles, das selbstgesteuerte Lernen so in dieser Distanz. Das hätte uns nicht alleine nur geholfen. Danke sehr für diese Einblicke noch einmal. Und ich möchte schließen mit einer abschließenden Frage an Sie beide. Wie stellen wir denn die ganze Schule auf selbstgesteuertes Lernen um? Wie fangen wir an? Ist vielleicht dann auch der erste Schritt. Also wie haben Sie angefangen und was würden Sie anderen geben, als Tipp mitgeben, aus Ihrer eigenen Erfahrung gesprochen, wie man anfangen kann damit? Vielleicht Herr Wagner und dann schließen mit Herrn Hürth. Also ich würde einfach nur Mut machen, überhaupt erstmal loszulegen. Mhm. Oft ist es so, dass ich vielleicht wenig Mitstreiter habe an der Schule, ne? Oder dass der Schulleiter vielleicht skeptisch. Wir erleben es auch oft bei Eltern, muss ich sagen. Also das gerade so im bildungsnahen Bereich, wenn ich das mal so sagen darf, kann es schon mal ein bisschen schwieriger sein. Aber ich würde an dieser Stelle einfach nur Mut machen, loszulegen, aber immer das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also selbstgesteuertes Lernen darf nicht wie bei uns an Grundschule passieren, was Rechtschreibung beispielsweise angeht. Alle regen sich im Moment drüber auf. Die Methode des Schreibenlernens, die wir gerade anwenden, lesen und schreiben, funktioniert nicht. Es liegt immer nur daran, weil wir diese selbststeuernden Prozesse nicht strukturiert genug aufgreifen und dann dementsprechend halt auch mit Rechtschreibregeln anfangen. Also wenn das Kind dann weiß, dass Nomen am Anfang groß geschrieben werden, dann ist das ein Fehler. Dann kann ich nicht immer nur sagen, ja, mach so ein bisschen, was du möchtest. Ich muss immer den Leistungsgedanken im Hinterkopf haben und vor allen Dingen immer gucken, ist das Ganze wirksam? Bringt das wirklich die Kinder weiter oder ist es vielleicht nur so ein Mittel, was ich ganz nett finde? Immer wieder hinterfragen, immer wieder schauen, haben sich die Leistung, soweit ich das beurteilen kann, das Miteinander, aber auch die Leistung der Kinder, hat sich das Ganze verbessert? Immer wieder in den Prüfstand nehmen. Mhm. Erhöht. Wenn das Problem benannt wird, ist ja der erste Schritt getan. Also wenn einem bewusst wird, dass man einfach da eine Herausforderung hat, dann denke ich mal, ist schon der erste Schritt gegangen. Wichtig sind natürlich Rahmenbedingungen. Ich habe am Anfang auch irgendwas gelesen, Gelingensbedingungen. Für mich ist eine Schulleitung enorm wichtig, dass sie einfach den Freiraum lässt, dem Team sich zu entwickeln. Man muss sich Verbündete suchen, entweder eine Fachschaft oder vielleicht auch nur in einem Fach, dass man kooperiert. Also man könnte jetzt sagen, dass man vielleicht in der Klasse, in der Jahrgangsstufe kooperiert. Also wirklich Verbündete suchen und dann viel reden, Teammeetings. Man muss sich Zeitfenster einräumen, in denen man miteinander spricht und dann auch probieren. Und auch hier, finde ich, ist es wichtig, das Scheitern zuzulassen. Wer gescheitert ist, der weiß, okay, aus den Steinen baue ich mir was Neues, die da Bruchstücke vorher waren. Ganz lieben Dank an Sie beide. Mit Blick auf die Zeit landen wir, glaube ich, hier genau richtig. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken noch einmal. Ja. An Sie, ganz besonders, Herr Hürth und Herr Wagner. Danke für die Einblicke in Ihre Arbeit und das Teilen Ihrer Erfahrungen. Darüber sind wir sehr dankbar und freuen uns sehr, wenn wir uns in andere Gelegenheit wiedersehen. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Ich möchte fast schließen mit einem Danke an Sie, an die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesem Webinar. Ich möchte noch gleichzeitig ein bisschen Werbung für das weitere Programm dieser Themenwoche machen. Wer heute zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr noch etwas das passt auch, glaube ich, ganz gut, zur digitalen Wandel in Wirtschaft und Arbeitsmarkt
hören möchte und da sich nochmal austauschen möchte, dafür gibt es einen abendlichen Impuls geben von Professor Dr. Leonard Dobusch von der Universität Innsbruck. Ich möchte Sie jetzt noch darauf hinweisen, dass wir einen kleinen, feinen Feedbackbogen vorbereitet haben, der auch schon im Chat zu sehen ist via Link. Dort können Sie gerne draufklicken. Wir freuen uns enorm für Ihre Rückmeldung, damit wir natürlich auch unser Angebot verbessern können und natürlich auch zu wissen, ob es und wie es Ihnen gefallen hat. Das bleibt und ich verbleibe mit den herzlichen Grüßen an Sie alle da draußen und in diesem Internet. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald und alles Gute.